So, also Stefan hat schon das Intro gemacht und wir haben heute Fill Your Beiner für euch und jeder hat hier ein Blister der Adrenalin 365. Das kostet 4,90 €. Bei mir ist Neymar drin, bei Bei Steffen mir ist Bale Bale drin. und wir haben diesmal so gemacht, dass man die benutzen darf. Ja. Also die haben jetzt beide über 100 und es ist beide so ein Ja. sicherer Punkt, aber ja, wir haben gesagt, dürfen wir mal mitspielen und ja. Und es ist auch egal, dass wir jetzt wissen, von wem, wer zu wer. Ja, weil ich kann Ja. man wahrscheinlich eh nicht besiegen. Und ja, wie immer, also diesmal hat man hier 5 Päckchen, sind da drin, ja? Ja. 5 Päckchen, nicht 4 Päckchen. Und der Sieger bekommt aber wieder 6 Päckchen. Und aktuell führe ich, dadurch, dass ich das letzte Mal so viele Packs bekommen habe, falls ihr noch nicht gesehen habt, das Video ist jetzt hier oben verlinkt. Und ja, dann viel Spaß beim Video. So Leute, dann öffne ich jetzt mein Multipack mit Gareth Bale. Ich hoffe, ja, den wird man gleich eh nochmal sehen. Erstmal aufschneiden hier. Das Multipack. Oh. So. Jetzt ist auf jeden Fall offen. Dann hier 5 Packs. Und dann haben wir hier limitierte Auflage von Gareth Bale. Richtig nice auf jeden Fall von Real Madrid. Fürs Spiel auch richtig nice. Und dann haben wir noch Koke, Power-Up-Karte und Dynamo von Atletico Madrid mit 90 Control-Wert. Sind ja auf jeden Fall zwei richtig nice Karten. So fürs Spiel. Und dann öffnen wir auch mal das erste Pack. Hier haben wir Vermaelen von Belgien. Dann das Logo von Portugal. Dann hier sind irgendwie alle umgedreht. So. Warte. So. Dann haben wir Thomas Müller von Bayern München. Varga von dem ungarischen Club. Strootman von AS Rom. Und Topal von Fenerbahçe Istanbul. Auf jeden Fall ein gutes Tag mit Thomas Müller. Dann, ich mache jetzt mal die Karten von Anfang an richtig. Dann muss ich die gleich nicht richtig machen. Hier haben wir Eduardo Vargas von Chile. Junior Garcia vom ersten FC Schalke 04. Mathieu von Barcelona. James Rodriguez, richtig starke Karte von Real Madrid. Dele Alli von der englischen Nationalmannschaft. Und Multiple Karte Next Generation. Cray und wie heißt der? Amarty von Leicester City. Auf jeden Fall okay. Mit 86. Richtig starke Karte. Die brauche ich auf jeden Fall noch. Also es bringt mir auch für meine Collection ziemlich viel. So, das nächste Pack. Dann machen wir dass wir wieder richtig rum sind. Weil sonst muss ich hier die ganze Zeit im Video die umändern. Die sind irgendwie schlecht angeordnet. Hier haben wir Ruiz von Sporting Lissabon. Marco Reus von Borussia Dortmund. Casemiro von Brasilien. Stoch von Fenerbahçe Istanbul. Rafael Guerreiro hier bei Portugal. Und dann haben wir schon wieder Koke. Da war ja schon als Special Card hier davor dabei. Koke von Atletico Madrid. Den darf man natürlich auch zweimal benutzen. Beides mal Power-Up. Beides mit Dynamo-Karte von Atletico Madrid. Dann haben wir noch 2 Packs. Und hier wieder. So, jetzt sind die alle richtig rum. Hier wird erstes Ivan Rakitic vom FC Barcelona. Rabiot von Paris Saint-Germain. Lucas Vazquez von Real Madrid. Ralf Fährmann vom ersten FC Schalke 04. Rojo von Argentinien. Und Milner, Adrenalin XL, Veteranskarte. Eine Fanskarte von England. So, und dann kommen wir zum letzten Pack von mir für dieses Video. So, nee, so rum. Dann haben wir als erstes Gutierrez von Sporting Lissabon. Leon Goretzka von Schalke. Manolas von AS Rom. Marcano vom FC Porto.
Christian Benteke von Belgien. Und als letztes noch, hier ist der Munir, der Belgier bei Paris Saint-Germain, Impact Signing Goldkarte. Auf jeden Fall gute Packs hier. Und jetzt seht ihr die Packs von Jan. So Leute, dann öffne auch ich jetzt mein Blister. Ich bin schon gespannt, ob wir irgendwas Gutes bekommen. Ich kann mich dunkel dran erinnern, als wir es schon mal für Filio Weiner Blister geöffnet haben. Das müsste aber schon einige Wochen zu, her sein. Da habe ich glaube ich so eine Rare-Karte gezogen gehabt. Und das sind meine Special-Karten. Also als erstes Neymar Limited Edition mit 104 Angriff und Miranda. Hier Defensive Rock. Ich ein bisschen zu viel Licht. Von Brasilien. Und dann haben wir hier unsere 5 Packs. Und dann öffne ich auch gleich mal. Mal schauen, ob wir irgendwas Brauchbares bekommen. Hier haben wir als erstes von Ferencvarosi, oder wie es ausgesprochen wird, hier Gera, der immerhin 84 Control hat. Nicht schlecht. Dann haben wir Fernando Torres, richtig stark, 87 Angriff. Dann haben wir Jesper Cillessen, 86 Verteidigung, also bisher ganz gut. Dann hier, naja, Cedric ist auch nicht so gut. Und dann das Logo von Flamengo, was mir im Spiel zumindest nicht wirklich weiterhilft. Dann zweites Pack. Drehen wir die letzten beiden Karten um. Dann El Sharawi hier. Naja, ist in Ordnung. Dann Mena. 81 ist okay. Medel. 83. Nicht schlecht. Dann hier Dibusch, der Torhüter von Ferencvarosi. Da haben wir Lionel Messi. Richtig, richtig geil. 92. Und dann noch Jan Vertonghen mit 68 Angriff, 90 Verteidigung auch, also genauso wie Miranda hier, zwei Defensive Rocks mit jeweils 90 Verteidigung, also bisher sieht das doch ganz gut aus fürs Spiel. Dann nächstes Päckchen haben wir Felipe Pardo hier, aber der ist nicht ganz so gut von den Werten. Dann haben wir Fernandes von Atletico Madrid, auch der hat nicht unbedingt die besten Werte, immerhin 82 Control. Dann Patrice Evra, Cardona, Lallana und noch eine Trophäe, FIFA Club World Cup. Aber auch die bringt mir recht wenig beim Spiel. Aber naja. Nächstes Pack. Da haben wir als erstes Sami Khedira. Nee, gar nicht schlecht. 85 Control. Dann hier Potuk. Thiago Silva. Richtig, richtig geil. 90 Verteidiger. Der nächste Verteidiger mit 90. Jara. Dann Jose Fonte. Und Mahrez. Also 84 Control, immerhin 80 Angriff. Mahrez als Debütkarte. Und letztes Päckchen. Mal schauen, ob wir nochmal irgendeinen Hammer bekommen. Als erstes haben wir hier Choupo-Moting vom FC Schalke 04, aber da bin 78 nicht unbedingt die besten Werte. Dann Saul, schon besser, 84 Control. Alex Sandro, naja. Neto, Otamendi und wir haben Halbtransparente, aber die ist, naja, die ist okay. 89 Control, 84 Angriff. Hier Max Meyer und Leroy Sané noch bei Schalke. Also, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Da waren schon einige wirklich gute dabei, aber man muss sehen, was Steffen dann hat. Und ja, das waren die Blister mit den Packs und jetzt seht ihr das Spiel. So Leute, wir sind jetzt hier beim Spiel und Jan wird anfangen. Und ich werde auch gleich mal angreifen und zwar mit dem Stürmer hier. Dann muss ich verteidigen und verteidige mit diesem Verteidiger hier. Ich habe Fernando Torres mit 87. Und ich habe Manolas mit 85. So, knapp, das ist dein Punkt. Mein Punkt. Dann greife ich nochmal an. Dann verteidige ich. Ich habe Lionel Messi mit 92.
Und ich habe auch in Argentinien, ja, aber Rojo mit 86. Das heißt, wieder dein Punkt. 2-0, dann verteidige ich mir mit dem hier. Dann greife ich an mit diesem hier. Ich habe Thiago Silva mit 90 Verteidigung. Oh, ich habe Marco Reus mit 85. Das ist wieder mein Punkt. Ja, dann verteidige ich gleich nochmal mit dem hier. Dann greife ich an mit dem hier. Ich habe Defensive Rock Miranda mit 90. Und ich habe Thomas Müller mit 88. Knapp, aber 4-0. 4-0, also sieht gut für mich aus. Dann nehme ich jetzt Control mit diesem Mittelfeldspieler. Dann muss ich natürlich auch Control, und zwar mit diesem, ja, alle Positionen Karten. Keine Ahnung, wie man die nennt. Wir haben Mahrez mit 84. Und ich habe Dynamo-Karte Koke mit 90. Oh, starke Werte. Okay, dann control ich nochmal, und zwar mit diesem Mittelfeldspieler hier. Ja, dann nehme ich hier den. Ich habe Dele Alli 87. Und ich habe Sami Khedira mit 85. Okay. Das ist wieder dein Punkt, 4-2. Wenn es so gut läuft, kontrolliere ich nochmal. Weil du immer, jedes Mal kommt der mit seinen Mittelfeldspielern. Nehme ich den hier. Ich habe Ivan Rakitic 89. Was soll man da machen? Ich habe hier Sultan Gera mit 84. Okay. Dann kontrolliere ich nochmal zum vierten Mal hintereinander mit, wie hießen die? Keine Ahnung. Sag ich mal Allrounder. Allrounder. Dann habe ich den hier. Okay. Und ich habe wieder Koke mit 90 Dynamo. Ich dachte, jetzt riskiere ich 89, oh. Die Sané und Max Meyer. Richtig, richtig knapp. Mhm. Okay, dann... Und das war auch so der Ausgleich, glaube ich, schon. 4-4. Ja, 4-4. Erst 4-0 für dich, dann 4-4. Dann verteidige ich mit diesem Torhüter. Ja, dann greife ich an mit dem Stürmer hier. Okay. Ich habe Ralf Fährmann mit 83. Und ich habe meine Limi Neymar hier so rum mit 104. Oh. Und ja, dann... ich brauche noch einen Punkt. Ich greife an mit dem meinem Mittelfeldspieler hier. Okay, dann verteidige ich mit diesem Verteidiger hier. Ich habe Saul mit 79. Und ich habe Thomas Meunier. Ich sprich mir aus. Meunier, ja. Impact Signing von PSG mit 82. Oh, das heißt, mein Punkt. Ahne nichts Gutes. Ja, dann greife ich an mit meinem letzten Stürmer. Ja, okay, das werde ich verloren haben. Ja, ich habe limitierte Auflage Gareth Bale 107. Und ich habe eigentlich richtig starken Jan Vertonghen mit 90, aber das reicht natürlich nicht. Okay. Und ja, damit gewinnt Steffen diesmal und bekommt 6 Gewinnerpacks. Und ja, viel Spaß bei seinen Gewinnerpacks. So Leute, dann öffne ich jetzt meine 6 Gewinnerpacks hier. Von dem Spiel, was ihr eben gesehen habt. Das war auf jeden Fall richtig knapp. Ich dachte am Anfang schon, ich verliere. Wo ich dann einfach mit 4 Punkten zurücklag. Aber gut, dann ja zum Glück noch was. So, dann fangen wir direkt mal an. Als erstes haben wir Sistak. Dann haben wir Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona. Dann haben wir Rui Patricio von Portugal als 2 Torhüter. Dann haben wir Maré von Leicester. Adrenalin XL Debütkarte, richtig nice. Dann haben wir Kolasinac von Schalke 04 und Antonio Rüdiger von AS Rom. So, dann kommen wir zum zweiten Pack. Hier haben wir als erstes Jan Oblak von Atletico Madrid. Einmal umdrehen. Hier haben wir William Arao von Flamengo. Dann haben wir Higuain von Argentinien. Dann haben wir Bayern München Defensive Lineup Karte. Richtig nice hier. Dann haben wir Tufan von Fenerbahçe Istanbul und Kevin Trapp von PSG. Dann kommen wir zum dritten Pack. Hier haben wir Edin Dzeko vom AS Rom. Dann Centurio von Sao Paulo.
Dann Klein von der englischen Nationalmannschaft. Dann Diego Godin, richtig nice Karte. Power-Up Defensive Rock Karte von Atletico. Dann Alexandro Schöpf von Schalke 04. Und Perotti von AS Rom. Das war die Hälfte der Gewinner-Packs jetzt auch schon. Das heißt, wir haben noch drei. Also hier das drittletzte. Hier haben wir Gera aus Ungarn. Dann Fernando Torres von Atletico Madrid. Dann haben wir André Schürrle in der Deutschland-Version. Dann Hector Herrera von FC Porto. Souza von Fenerbahce Istanbul. Und Dani Alves von Brasilien. Dann das vorletzte Pack jetzt. Im heutigen Video. Hier haben wir Domenico von River Plate. Dann Bruno von Sao Paulo. Dann haben wir Kimmich von Bayern München. Cuadrado von Kolumbien. So. Dann haben wir Naldo Impact Signing von Schalke 04 Goldkarte. Richtig nice. Und dann haben wir noch Vermaelen von Belgien. Und dann kommen wir zum allerletzten Pack für heute. Hier haben wir als erstes Morgan von Leicester City. Dann Cubas von Boca Juniors. Dann Patzdan von Legia Warschau. Claudio Bravo von Chile. Dann eine umgedrehte. So. Dann haben wir Eder von Portugal. Und dann haben wir, oh, richtig nice, Carlo Ancelotti Legendenkarte, eine Rare Card, richtig nice, Carlo Ancelotti, feiere ich auf jeden Fall, eine Rare Karte nochmal zum Schluss. Das war's von diesem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das auf jeden Fall nicht vergessen, und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr keine Videos mehr auf dem Kanal hier, Pack Openings kommen, Fill Your Binder kommt immer, jeden Montag und jeden Mittwoch, dann Pack War, immer freitags und sonntags. Das ist auf jeden Fall nicht verpassen. Das verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn ihr abonniert. Und dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Buddies United. Ciao. Yeah.